Wir sind auf dem Weg nach Arco. Wir sind gerade an so einem, keine Ahnung, was ist das überhaupt? Sieht echt strange aus. Einfach so ein riesiger Parkplatz, wo aber kaum Leute sind. Und machen gerade Pause, sind jetzt schon in Österreich, denn es geht an den Gardasee zur APC 3. Das ist die Awesome People Conference. Ich werde euch gleich später noch mehr erzählen, was es genau ist. Und bin unterwegs mit meiner Mutter, weil, also mein Auto ist, das Auto ist nicht meine Mutter offensichtlicherweise, die ist gerade am Klo. Aber ich fahre sozusagen hin für die APC und sie möchte auch so Urlaub am Gardasee machen. Und deswegen haben wir es kombiniert und deswegen ist das eigentlich voll cool, weil jetzt können wir so 6-8 Stunden mega geil labern. Finde ich voll cool. Und wir, was ich jetzt eben, euch eben zeigen wollte, machen jetzt richtig, richtig cooles Mittagessen. Ja, ich meine, schaut euch das mal an. Jeder hat hier seine Sachen, hat sie ganz lieb eingekauft. Und an diesem coolen Bordstein, Abtrennung, sonst irgendwas. Essen wir zusammen Mittagessen und dann geht's weiter nach Italien. Leute, wir sind in der Wohnung und was zum Teufel geht hier ab? Ich muss ultra dringend aufs Klo, ja, ultra dringend. Und dann sehe ich, hier ist kein Klopapier. Ja. Bin ich hier drin, auf einmal geht dieser Schlüssel nicht mehr auf. Ich kriege diesen Schlüssel nicht mehr auf. Jetzt komme ich nicht mehr hier raus. Wollen die mich verarschen? Ich muss jetzt warten, bis meine Mom hier wieder oben ist. Während ich ultra dringend aufs Klo muss. Was geht ab, Leute? Ich habe gestern nichts gefilmt. Ich weiß auch, dass es heute wieder extrem emotional wird, deswegen ist es für mich echt eine Challenge, hier jetzt einen Vlog draus zu machen, weil es irgendwie, ich will teilweise gar nicht so viel filmen, weil ich einfach im Moment sein möchte und deswegen bin ich ultra gespannt, wie das Ganze ist. Auf jeden Fall ist heute Tag 2, Samstag, fängt es gleich an, ich bin schon da und wir schauen einfach rein, wie es wird und ich bin einfach offen für alle, alles was kommt. Angefangen habe, mit mir selbst zu beschäftigen, sondern es ist jetzt schon ein Weg, der weit über 10 Jahre geht. Und eigentlich geht er schon viel länger, weil ich habe schon als Kind gemerkt, dass das hier alles irgendwie komisch ist, was wir hier machen. Und aber die Erinnerung kam halt erst schrittweise zurück. Und je mehr ich mich erinnere, desto eher folge ich auch dem, wofür ich hier bin. So, ihr habt jetzt schon den kleinen Eindruck bekommen. Ich möchte euch aber trotzdem nochmal erklären, was ihr hier überhaupt seht. Links, das ist Stefan Hiene. Er ist eigentlich einfach gegen das gesamte System. Beziehungsweise nicht wirklich gegen das System, aber er sagt halt einfach, mach einfach das, worauf du Bock hast. Und wenn du auf irgendwas keinen Bock hast, dann mach es einfach nicht. Und daher eine extrem interessante Persönlichkeit und unglaublich inspirierend. Und rechts seht ihr Robert, der ist quasi der Veranstalter des Ganzen und er ist sozusagen der Chef von der Awesome People Family, die eben diese ganzen Awesome People Conferences, also die APCs, veranstalten. Es sieht so aus, wie wenn der Typ hier in dem Schnitt sich voll gefühlt. Aber es könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein, als dass ich mich hier besonders wichtig fühle. Und deswegen verschiebt sich mein gesamtes Bezugssystem, weil ich bin einfach nur endlos dankbar, dass mir diese Menschen helfen. Und trotzdem packe ich sie mal an. Und bin menschlich und fehlbar.
Yo, yo, yo. Leute, ich muss echt sagen, das ist echt crazy hier, weil normalerweise immer so Business, Hustle und so weiter und man hat immer so ein ganz anderes Bild von den Dingen. Aber hier ist das halt so voll emotional, spirituell und man denkt sich immer so, ha ja, der Vlog. Ja, der Vlog. Ich vlog halt, wenn ich Bock hab. Und deswegen, ich gehe jetzt gleich in mein Hotelzimmer und werde mir so richtig krass Gedanken einfach über mich selber machen. Ich weiß nicht, wie viel ich davon teilen werde. Ich möchte eigentlich richtig viel davon teilen, weil es halt, ich möchte das halt, das habe ich auch hier wieder gemerkt, ich möchte nicht zwangsläufig das machen, was jetzt die meisten Views bekommen soll. Ich möchte das, was richtig echt für mich ist und was euch dadurch am meisten bringt. Und mich juckt's nicht. Das haben wir heute auch voll oft besprochen. Und das, was ich jetzt sage, ist das Resultat davon. Mich juckt's nicht, ob ich 100.000 Subscriber habe. Mich juckt's, ob ich 100 Subscriber habe, die wirklich echt dabei sind. Das finde ich, macht halt auch so viel mehr aus. Deswegen bin ich jetzt schon ultra dankbar dafür, für das ganze Event. War mega geil. Auch die Leute, die ich hier treffe, ist ultra cool. Und wie gesagt, jetzt gehe ich heim, werde mich intensiv mit mir selber beschäftigen und bin mega excited darüber, wie das Ganze was passieren wird. Und das ist echt geil. Ich melde mich jetzt am Ende von dem Vlog nochmal und ich muss sagen, ich glaube, ich habe euch echt einen guten Eindruck vermittelt von den allgemeinen Gegebenheiten, was wir gemacht haben. Auch ein bisschen von der Stimmung, auch wenn es natürlich in so einem Vlog immer überhaupt nicht einfach ist, das rüberzubringen. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist noch so viel mehr in mir passiert. Speziell durch die Coco, die ihr zwischenzeitlich singen habt hören, bin ich mir so viel krasser bewusst geworden, wie viel emotionaler man noch leben kann, wie viel stärker man noch mit seinem Inneren in Kontakt kommen kann und auch grundsätzlich einfach diese Freiheit von Stefan, wo er einfach gesagt hat, also der Experte da sozusagen, der beim großen Interview interviewt wurde, das war ja Stefan Hine, habe ich einfach gemerkt, wow, krass, du kannst wirklich einfach auf alles scheißen, du kannst einfach sagen, juckt mich nicht, ich mache mein Ding, ich mache es 100% so, wie es ich machen möchte und alles andere ist mir sowas von egal und ich werde schon irgendwie durchkommen. Und bei ihm funktioniert es unglaublich und das möchte ich gewissermaßen auch übernehmen. Nicht so voll ins Extrem, aber trotzdem einfach ein bisschen diese Denkweise in irgendeiner Art und Weise zu übernehmen, um so einfach noch authentischer, noch ehrlicher, noch näher an seiner Wahrheit zu leben, dass finde ich unglaublich inspirierend und noch so viel mehr ist einfach in mir passiert. Ganz viele Momente, beispielsweise als ich allein in meinem Airbnb war, wo ich mir einfach über viele Gedanken gemacht habe, mir alle Regeln aufgelöst habe, einfach gemacht habe, worauf ich Bock habe und auch etliche Gespräche und so weiter oder auch
Das letzte Essen, das letzte Abendessen, was ich euch gezeigt habe, war ich vom Vortag, aber das verändert ja nichts am Vlog. Also das ist schon so alles passiert. Aber das letzte Abendessen war eigentlich woanders. Oder ich glaube, wir sind danach noch woanders hingegangen. Und das war, Coco, wenn du das siehst, dieser Moment mit dem Schokokuchen war das absolute, absolut geilste, was an diesem Wochenende je hätte passieren können. Alter, für alle anderen, die nicht dabei waren, wir haben einfach auf einmal so krass realisiert, dass man so stark einfach nur nach Regeln lebt. Ich erzähle die Story kurz. Ich saß da und habe mir von den anderen sagen lassen, ich soll mehr auf meine Intuition hören. Dachte ich mir, okay, höre ich auf meine Intuition. Dann habe ich das gemacht und war eigentlich voll. Ja, ich hatte eigentlich keinen Hunger mehr. Und in diesem Café gab es halt eigentlich bloß Süßes und ich esse ja eigentlich kein Süßes. Und dann dachte ich mir, okay, ich esse jetzt trotzdem einfach einen Schokokuchen, weil ich Bock drauf habe. Dann höre ich, dass der Schokokuchen 6 € kostet. Ich denke mir, never, ever, ever, ever zahle ich jetzt auch noch 6 € für so einen bescheuerten Schokokuchen. Dann habe ich gemerkt, wow, fuck, das sind einfach nur zwei Regeln in meinem Kopf. Erstens, ich will nicht viel Geld ausgeben und zweitens, ich will nichts Ungesundes essen, die ich jetzt einfach breche. Ist mir vollkommen egal, wie behindert sich das jetzt anfühlt. Ich mache es einfach. Ich gehe hin, kaufe mir 6 € diesen Schokokuchen. Dann kaufe ich mir den Schokokuchen und ich habe ja eigentlich gar keinen Hunger. Dann lege ich den Schokokuchen in die Mitte und Coco fängt an, den Schokokuchen zu essen. Und ich, weil wir da so richtig in so einem, das mag jetzt vielleicht ein bisschen strange klingen, aber wir waren in so einem bewussten State. Wir haben einfach nur gefühlt, was in uns vorgeht. Und ich schaue diesen Schokokuchen an, ja, lehne mich einfach so auf meine Hand und gucke den Kuchen an, während Coco den Stück für Stück aufisst. Und in mir kommt dieses, ich wollte diesen Schokokuchen gar nicht, jetzt habe ich aber da 6 € rein investiert und jetzt isst die meine 6 € weg. Dann nimmt sich Rob noch was, ich denke mir innerlich so, was ist das für eine Scheiße? Gleichzeitig fühle ich das aber von so einer Beobachterperspektive, ich beobachte sozusagen meine eigenen Emotionen und merke, wie es irgendwie voll geil ist, damit so in Kontakt zu kommen. Und dann haben wir einfach nur noch gedacht, fuck ey, warum? Dann habe ich schon gesagt, was wäre, wenn ich diesen Schokokuchen einfach zerdrücken würde? Ja, es war so ein schöner Schokokuchen, wo jeder sagt, oh mein Gott, kannst du doch nicht machen. Coco auch so, oh, wenn du das machen müsstest, ich habe es einfach gemacht. Wie war's? Oh mein Gott. Und das mag vielleicht ein bisschen strange klingen für alle Außenstehenden, aber in dem Moment haben wir einfach so einen Fick drauf gegeben, was die Leute um uns herum dachten, was wir selber gefühlt haben, was man in der Situation normalerweise macht. Und wir haben einfach nur Schmarrn gemacht. Alter, wir haben so gelacht. Wir haben so herzhaft gelacht, wie zumindest ich lange nicht mehr. Und es war einfach so ein goldener Moment, den ich, glaube ich, nie vergessen werde, der, glaube ich, auch in mir ganz, ganz viele tiefgründige Sachen bewegt hat, denen ich mir gar nicht so bewusst bin. Und deswegen wollte ich euch nur noch abschließend sagen, dass die Reise war mega cool, das Event war auch super, aber das wirklich Entscheidende konnte ich in den Vlog gar nicht integrieren, und zwar die ganzen Sachen, die in mir passiert sind. Und da brauche ich auch einfach noch ein bisschen Zeit, die in Kontext zu fügen, zu überdenken, irgendwo auch vom Unterbewusstsein her aufzunehmen. Deswegen kann ich euch da jetzt auch gar nicht mehr Konkretes sagen, sondern es wird sich einfach nach und nach in mir entwickeln. Aber das wollte ich euch einfach noch mitgeben, damit ihr quasi den vollen Eindruck habt. Und ich danke euch ganz, 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 ganz herzlich fürs Zuschauen. Genauso natürlich an alle Leute, die an dem Event beteiligt waren, an alle, mit denen ich mich ausgetauscht habe, speziell natürlich Stefan, Kogo, Rob und so weiter. Es war einfach ultra, ultra krass für mich. Und ich danke jedem Einzelnen von euch, der jetzt gerade hier vor mir sitzt. Mega, einfach nur dafür, dass es euch gibt. Ich bin ultra dankbar für meine ganze Situation derzeit. Ich habe so viel Spaß in meinem Leben, es ist unfassbar. Ich wachse persönlich unheimlich und es könnte, glaube ich, nicht besser sein. Deswegen danke. Wir sehen uns am Freitag schon und wieder zum nächsten Vlog. Und dann kommt irgendwann am Mittwoch eben noch das Interview mit Rob um 15:30 Uhr. Da könnt ihr euch echt gespannt machen, weil das wird aus einer neuen Perspektive einfach mal bam in your face. Fang an mit den Sachen, die du machen möchtest. Und deswegen freut euch da unbedingt drauf. Wir sehen uns am Freitag. Ciao.